Hey mein werter Freund von Stay on Fire, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist David und ich möchte dich heute ermutigen, anders über enttäuschte Erwartungen zu denken. Geht es dir auch oft so, dass du betest, eine Erwartung an Gott hast, dass er etwas tut und am Ende enttäuscht wirst? Du betest, Gott, wenn du wirklich so gut bist, wenn du mich liebst, dann öffne mir diese Tür, schenk mir den Arbeitsplatz, schenk mir den Ausbildungsplatz. Und es passiert nichts. Und du denkst dir, dein Ernst, Gott? Will Gott meine Erwartungen enttäuschen? In Lukas 11 gibt es zwei Frauen, denen es genauso ging. Maria und Martha. Sie haben einen schwerkranken Bruder namens Lazarus und sie schicken eine Nachricht an Jesus und sagen zu Jesus, Jesus, komm sofort, du musst Lazarus heilen. Und was macht Jesus? Nichts. Jesus bleibt einfach, wo er war, wartet zwei Tage und nach zwei Tagen kommt er dann langsam. Aber als Jesus ankommt, ist Lazarus schon tot. Maria und Martha sind total enttäuscht. Jesus hat ihren Glauben enttäuscht und jetzt ist es zu spät. Lazarus ist tot. Wollte Jesus das mit Absicht tun? Ich glaube, ja. Ich glaube, Jesus will manchmal unsere Erwartungen mit Absicht enttäuschen. Warum das denn? Wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass Jesus zum Grab geht und Lazarus auferweckt. Maria und Martha hatten geglaubt und erwartet, dass Jesus ihn heilt. Aber sie haben niemals geglaubt, dass Jesus ihn vom Tod auferwecken kann. Aber Jesus wollte ihn auferwecken. Weißt du was? Jesus will manchmal unsere Erwartungen enttäuschen, damit er sie übersteigen kann. Wenn er immer unsere Erwartungen genau erfüllen würde, würden wir nie erleben, dass er sie übersteigt. Und am Ende wäre es nur ein Gott, der in unsere Box reinpasst. Aber Gott will uns ganz neu zeigen, wie groß er wirklich ist, wie gut er wirklich ist. Und deshalb enttäuscht er manchmal deine Erwartungen. Ich ermutige dich, wenn du in letzter Zeit enttäuscht wurdest, bleib an Gott dran und hoffe auf das noch größere Wunder, Gott ganz neu kennenzulernen. Gott enttäuscht deine Erwartungen, damit er sie übersteigen kann.